Genau da wollen wir hin, und zwar den Darkroot Garden erkunden. Das ist ein Gebiet, was eigentlich in mehrere Untergebiete unterteilt ist. Wie gesagt, hier können wir noch nicht rein, da brauchen wir eben das Siegel. Für 10.000 Souls, vielleicht machen wir das dann nach. Mal gucken. Ich weiß noch nicht wirklich, wo ich genau weitermache. Jetzt erkunden wir auf jeden Fall erstmal hier den Teil. Hier, sehr convenient, liegt ein Item. Hier sieht man allerdings, dass hier die Strauchviecher am Start sind. Und sobald man das Item nimmt, ich hoffe, ich verkack's jetzt nicht. Aber ich brauche dringend noch einen Punkt mehr Kondition. Ich möchte mich gern wieder schnell rollen können, meine ich. Das wird sehr angenehm. Wow. Hier raus, das wäre ein bisschen einfacher für mich dann. Das ist hier sehr, sehr fies, also auch in dem Raum, in dem man unten irgendwie kämpfen könnte. Es ist da nicht wirklich einfach, gegen die zu fighten. Schon ganz nett platziert auf jeden Fall. Ja, die sieht man nicht, ich kriege hier relativ viel Moosklumpen, also ich hätte mir wahrscheinlich wirklich keine kaufen müssen. Ist aber kein Problem. Und das ist das Einzige, was es hier in diesem kleinen Raum gibt, sozusagen. Das ist wirklich einfach nur die Trap, dass hier diese Soul liegt, und das war es eigentlich. Und jetzt kommen wir in den eigentlichen Teil des Gartens, wobei auch der nochmal unterteilt ist. Jetzt komme ich einmal hier vorne, das, was man so sieht. Das sieht ziemlich cool aus. Das ist eines der schönsten Gebiete überhaupt in Dark Souls 1, meiner Meinung nach. Hier mit diesen Blüten und den leuchtenden Dingern. Was man hier jetzt sehen kann, ist ein steinerner Soldat, der da liegt, ein steinerner Ritter, und da hinten liegt Equipment. Das Equipment würde ich gerne holen. Allerdings gibt es noch was anderes. Nämlich hier den sich bewegenden Baum. Man kann sehen, dass der Wurzeln hat, die sich bewegen. Und den kann man tatsächlich kaputt schlagen. Dann kommt man hier noch in so einen kleinen Seitenbereich, den ich jetzt erstmal erkunden möchte. Hier sind so ganz eigenartige Salamander, Froschviecher, keine Ahnung, was das genau darstellt. Die wird super creepy aus immer. Hier unten ist halt nochmal so ein Baumviech. Ich weiß nicht, ob das eigentlich nicht weiter vorne stehen sollte, tatsächlich. Also, dass der eigentlich tatsächlich für den Durchgang blockiert. Keine Ahnung. Steht bei mir jedenfalls immer hier leicht versetzt dahinter. Warum, weiß ich nicht. So, jetzt sind wir unterhalb von dieser Steinbrücke. Da drüben ist der Turm. Und hier ist die Brücke, die jetzt hier rüber geht. Auf der werden wir gleich noch ein paar Minuten oben sein. Wird nicht allzu lange dauern. Jetzt erstmal hier kurz weitergehen. Hier in diesem kleinen Wäldchen ist eigentlich nichts weiter, aber am Ende, da sieht man schon, ist wieder so ein Steinritter. Und wenn man hier hingeht, kommen noch so ein paar von diesen Froschviechern an. Es ist keine Ahnung, was das genau sein sollen für Viecher. Die sind anders als die Curse-Frösche. Die haben keinen Curse. Ich weiß nicht wirklich, was die genau machen. Ob die irgendwie irgendwas können überhaupt. Also, sie haben halt ihre Zunge, mit der sie zuschlagen können, aber das ist halt nicht wirklich bedrohlich irgendwo. Eine Kriegerseele. Und das war's hier. Kann man ein bisschen was sehen nach oben? Hier werden wir quasi in dem DLC nochmal hinkommen. Zu einer anderen Zeit dann aber. Der packt jetzt hier so einen ganz fiesen Fluch auf mich. Okay, jetzt ist es schon weg. Wenn er noch leben würde, ich könnte mich dann nicht rollen.
Hier außen geht es übrigens nirgendwo hin, also geht es wirklich nur in den Tod. Und da unten ist ein großes Wasserbecken. Das ist nicht dasselbe Becken, glaube ich, wie das, wo die Hydra drin ist. Nee. Das müsste so weiter auch in die Richtung liegen, quasi. Also mal ein komplett anderes Wasserbecken. So, dann geht's hier noch rein. Das ist wirklich einfach nur ein kleines Nebengebiet, also komplett optional auch. Okay. Also normalerweise, wenn die noch leben würden und ich diesen Effekt noch offen hätte, könnte ich mich halt nicht rollen und nicht springen, sondern wäre quasi overburdened. Das ist dann sehr, 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 sehr nervig. So, wir haben den Wolfsring gefunden. Lesen wir uns gerade mal durch. Einer der Spezialringe, die den vier Rittern Gwyns geschenkt wurden. Der Wolfsring gehörte Artorias dem Abgrundschreiter. Artorias of the Abyss. Artorias, der einen stählernen Willen hatte, war ein unerreichter Meister mit dem Großschwert. Und der verstärkt quasi meinen Poise. Also wenn ich geschlagen werde, bin ich nicht ganz so leicht zu staggern. Ich könnte jetzt mal so rüberspringen, ich habe aber keinen Bock zu sterben, deswegen lasse ich das. Kann im PvP ein cooler Ring sein, wenn man da drauf geht eben, auf den, also ziemlich viel Poise sich ansammelt, einfach nicht gestaggert werden will. Kann allerdings auch für neuere Spieler ein ziemlich cooler Ring sein. Aber wenn man noch relativ viel getroffen wird und da dann Probleme hat. Oh, bist du von oben runtergekommen? Scheinbar. Runtergefallen sogar, du hast nämlich Schaden bekommen. Okay. Eigenartige Sache. Nehmen wir hier den Frosch ein Stück mit. So, zu der Rüstung oder zu dem Item da oben will ich gleich noch hin. Ich weiß schon, was das ist. Vorher will ich noch ein bisschen was anderes machen. Jetzt nochmal so einen kleinen Seitengang. Und da ist hinter mir gerade so ein Strauch rausgepoppt. Bin ich eigentlich mit drei Hits ganz gut dabei gegen die. Hier ist auch wieder ein Baum. Der hat allerdings hier so Schlangen dran. Das ist so eine Art Gecko mit zwei Schlangenköpfen. Auch super creepy irgendwie. Und hat eine Partisane gedroppt. Speer. Speer mit Klinge an der Spitze. Große Reichweite. Kann als Hiebwaffe benutzt werden. Durch seine große Reichweite eignet sich der Speer für viele Situationen. Sein großer Vorteil liegt in der Länge. In engen Räumen kann sich das jedoch nachteilig auswirken, wenn Hiebe von den Wänden abprallen. Und das ist auf jeden Fall so. Da hat man wirklich ein Problem mit, wenn man nicht ausholen kann in engen Räumen. Das ist mit dem Schwert halt teilweise schon so. Man sieht, wie weit ich nach rechts quasi ausholen muss, wenn ich irgendwas treffen möchte. So, dann machen wir jetzt erstmal hier den Ritter. Oh shit. Hätte nicht damit gerechnet, dass er sich unter mich schlägt, deswegen hätte ich natürlich mit zwei Händen genommen. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass er genau das macht. Nämlich seinen Cast. Dann müssen wir den Teil gerade nochmal kurz super nachholen. Sollte ich da etwas vorsichtiger mit sein. Ich muss mich auf jeden Fall menschlich machen, weil ich würde gerne den NPC summonen für den Boss. Nicht, weil ich ihn brauche, sondern weil ich ihn einfach ziemlich cool finde. So, auf ein neues. Das ist natürlich die Sache, dass hier die drei Kasper... Ich weiß gar nicht, ob die jetzt auch aufstehen wieder. Wenn ich hier außen lang gehe. Ja, weil ich den Ambush beim ersten Mal getriggert habe. Die jetzt hier angelatscht.
ich jetzt ein bisschen nervig. Aber so kann ich noch ein bisschen mehr Moos farmen. Ist auch kein Problem. So. Den Strauch hier links sollte ich auf jeden Fall wieder triggern. Ah, der will nicht. Triggert er, wenn ich hier reingehe immer? Ja. Damit ich einfach irgendwie in den Rücken fallen kann. Ist ja schon sehr unangenehm. So, jetzt neuer Versuch hier bei dem Ritter. Wer Dark Souls 2 gespielt hat, werden übrigens die Bewegungen von denen sehr, sehr bekannt vorkommen. Und auch das ganze Konzept von den Rittern. Die tauchen dann nämlich quasi nochmal auf. So, hier sieht man schon Baumwesen. Relativ viele und zwei von den Rittern am Start. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge die jetzt wie getriggert sind. Okay, alle gleichzeitig. Ja, super. Sollte ich dann aufpassen. Okay, ein Ritter ist immerhin liegen geblieben. Shit. Die gerne raus. Danke. So, und die würde ich jetzt gerne wie einzeln machen. Sollte es gehen. Die haben einen relativ kurzen Moment, in dem sie ausholen. Also die schlagen sehr, sehr schnell zu. Ich weiß gar nicht, ob man die parieren kann. Habe ich noch nie ausprobiert, muss ich gestehen. Könnte aber möglich sein. So, ich komme auf jeden Fall. Der eine kommt auf jeden Fall auch noch. Shit. Das hätte gut schief gehen können gerade. Ich bin immer zu gierig, einen Schlag zu viel gemacht. Es wird hier in dem Gebiet recht schnell bestraft. Beziehungsweise allgemein Dark Souls. Ja, jetzt sieht man diese Aura. Ich kann mich nicht mehr rollen oder kann auch nicht mehr laufen. Okay, jetzt ist schon wieder ausgelaufen. Aber das ist echt ziemlich, ziemlich fies, wenn sie das machen. Sonst sind ja echt keine große Herausforderung. Kann man sehen. Also kann man relativ schnell kaputt hauen, die Typen. So, und wir haben das Elite-Ritter-Set gefunden. Eins meiner persönlichen Lieblingssets vom Style her im Game. Der Helm eines namenlosen Ritters, vielleicht eines Elite-Ritters von Astora. Seine Untotenmission war er zwar nicht geneigt aufzugeben, doch er fiel im Asyl der Untoten und wurde zur Hülle. Warum wir das Set von Oscar hier finden? Keine Ahnung. Weil es ist ein eindeutiger Verweis. Er fiel im Asyl der Untoten und wurde zur Hülle. Die Rüstung eines namenlosen Ritters, vielleicht eines Elite-Ritters von Astora. Darauf weist zumindest das Feuerabwehrwappen auf dem blauen Wappenrock hin. Und nochmal der Verweis auf das Asyl der Untoten. Ich habe mich da jetzt völlig overburden mit dem Ding. Deswegen werde ich das eigentlich auch noch nicht anziehen. Das werden wir aber irgendwann tragen demnächst. Kann ich schon mal versprechen, weil ich das Set einfach so cool finde. Ah, hier ist noch ein Ritter. So, und ich glaube, das müssten jetzt eigentlich alle Gegner hier draußen sein. Mehr oder weniger. Denkst du? Dass einfach alles voll mit den Rittern hier ist.
glaube, das war's jetzt tatsächlich. Ja, hier ist der Eingang, da habe ich das Viech getriggert. Jetzt bin ich einmal hier durch den Wald gerannt. Kann man übrigens die Bäume kann man auch kaputt hacken. Hier vorne ist wieder so ein Gecko-Viech. Ich weiß nicht genau, wo man das treffen muss. So scheinbar nicht. So aber. Aber mehr ist hier auch nicht. Ich keine Ahnung, warum das da dran ist überhaupt. Also das greift nicht an im Normalfall, triggert nicht. Das ist schon ein bisschen nutzlos, das Vieh. Hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. So, dann. Gibt es hier unten versteckt einen NPC-Summon. Und zwar die Hexe Beatrice. Und das ist ein weitere ziemlich cooler, also ein ziemlich cooler Augenwink oder Hinweis auf den Bezug zu Berserk, dem Manga oder als Anime gibt es das auch. Weil Beatrice sieht genau aus wie die kleine Hexe in dem Manga. Ich weiß gar nicht, ob die eventuell sogar den gleichen Namen haben. Ich weiß gerade leider nicht, wie die heißt im Manga. Und ja, die FromSoft-Entwickler sind einfach riesige Fans von diesem Manga und es gibt immer wieder Referenzen im Spiel, die darauf hindeuten. Unter anderem auch da oben der nächste Boss, der Butterfly. Den wir jetzt machen werden. Auch die ganze Thematik mit Kampf gegen Dämonen und dergleichen. So, der Rotlichtschmetterling, da oben kommt er. Kann ein bisschen nerviger Fight für mich jetzt werden. Müssen wir mal schauen. Ich kann nämlich so erstmal nichts gegen den machen. Beatrice könnte was machen. Will aber irgendwie nicht. Ich muss leider warten, bis er in Reichweite kommt von meinem Schwert, wenn ich keine Nahkampfwaffe habe, keine Fernkampfwaffe habe. Durchrollen. Beatrice, man sieht aber, kann den relativ viel abziehen. Also insofern ist es mit dem NPC ein sehr einfacher Boss und jetzt muss er auch landen, weil er eben keine Kraft mehr hat. Ja, Beatrice haut auch nochmal drauf. Das war's. Ein sehr einfacher Boss. Danke Beatrice. Und wir haben unsere erste Boss-Seele tatsächlich. Und die 10.000 Souls, die ich haben wollte. So, wir haben die Seele des Mondschmetterlings bekommen. Die Seele des mystischen, den Finsterwurzgarten durchflatternden Mondschmetterlings. Besondere Wesen besitzen besondere Seelen. Die Schmetterlingsseele ist eine Schöpfung Thieves des Schuppenlosen. Thieves des Scalers, den Drachen, den wir im Intro gesehen haben. Mit diesem Objekt kannst du eine große Menge Seelen erhalten oder eine einzigartige Waffe fertigen. Wir wollen natürlich die einzigartige Waffe, weil die einzigartige Waffe dann noch Lore-Beschreibungen drauf hat für uns. Wir noch ein bisschen mehr über die Welt lernen können. So, wir hatten ja gehört von André, dass hier ein Schmied leben soll, der einem göttliche Waffen herstellen kann. Der wird hier oben auf diesem Turm sein. Allerdings ist der Gute leider nicht mehr am Leben. Hier ist seine Schmiede und er sieht aus wie André. Das ist eigentlich, glaube ich, nur tatsächlich eine Platzhaltergrafik. Normalerweise sollte der nicht aussehen, als ob es Andres Zwillingsbruder wäre oder als ob André hier versteinert worden wäre. Ich glaube, der sollte eigentlich schon einen eigenen Skin haben. Haben sie dann aber irgendwie nicht gemacht, warum auch immer. Ich glaube, ursprünglich sollte die Rolle von André auch wesentlich größer sein, als das, was er jetzt eigentlich ist. So, zum einen haben wir den Wachturm-Kellerschlüssel. Das war der Schlüssel, der mir letzte Folge gefehlt hat. Und die göttliche Glut und sogar noch ein Homeward-Bone, damit wir nicht zurücklaufen müssen. Sehr, sehr nett. Müssen wir ein bisschen hier umgucken. Da hinten sehen wir den Mond. Das ist alles Undeadburg da drüben. Die Untotenstadt. Das ist der Darkwood Garden. Das ist das Viadukt, worüber wir gelaufen sind. Da hinten sieht man leicht unser Bonfire sogar glühen.
Und da in den Bereich geht es tatsächlich nicht hin. Erstmal den Schlüssel. Erstmal lesen wir die Glut durch. Zur Waffenumwandlung erforderliche Glut. Göttliche Glut gehört der Kirche und ist für göttliche Schmiede bestimmt. Wandelt eine Standardwaffe zu einer göttlichen Waffe. Die göttliche Waffe kann auf +5 verstärkt werden. Göttliche Waffen eignen sich für die Untotenjagd. Nutze sie gegen Untote und die Knechte von Nekromanten. Ja, hier jetzt nochmal der eindeutige Hinweis. Wenn ihr gegen Necromancer kämpft, also gegen Leute, die Skelette die ganze Zeit wiederbeleben, einfach mit einer Holy Weapon, also einer göttlichen Waffe, draufschlagen, dann bleiben die auch tot. So, der Wachturm-Kellerschlüssel. Schlüssel zum Untergeschoss des Wachturms in der Stadt der Untoten. Das Untergeschoss des Wachturms besteht aus einer Steinzelle. Gerüchten zufolge soll sich hier ein Held in eine Hülle verwandelt haben, nachdem er von einem guten Freund hier eingesperrt wurde. Zu seinem Besten, versteht sich. Genau, diesen guten Freund werden wir besuchen. Achso, ich hatte gesagt, ich habe Knochen erhalten, dann sollte ich den noch nutzen. Als Fernkämpfer ist der Boss übrigens noch einfacher, dann kann man nämlich nebenbei zwischen seinen Attacken auf ihn schießen. Die Methode, die ich jetzt benutzt habe, ist allerdings auch auf jeden Fall ziemlich gut nutzbar. Jetzt muss ich einfach nur zu André zurück. Würde ich mir auf jeden Fall das Siegel kaufen. Ob ich es schon benutze, glaube ich nicht. Muss ich da mal überlegen. Ja, doch, ich könnte das Siegel eigentlich benutzen. Frage ist, wie weit ich dann da gehe. Ich bin immer noch dabei, so ein bisschen zu überlegen, wo ich als nächstes hingehe. Also welchen Bereich wir vom Spiel als nächstes erkunden werden. Ja, Wiedersehen. Gibt da ja ein paar verschiedene Möglichkeiten immer. Also hier hat man eigentlich die allergrößte Auswahl aus allen Dark Souls-Spielen, wo man eigentlich weitergehen möchte. Ich könnte momentan, glaube ich, in drei oder vier verschiedene Gebiete gehen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich hier den einen Teil hiervon erst später machen möchte. Mal gucken. Auf jeden Fall geben wir jetzt erstmal die Sachen ab. Das Viech hier bleibt netterweise tot. Der Dämon. So, André. My, that's a rare ember you have there. I've seen one of those before. It's the ember of a divine blacksmith. Might you consider leaving that with me? I can produce divine weapons with a flame such as that. Ja, mach mal. Gib ich dir. Well, thanks for that. You've made a fine decision. You soon shall see. So, hat er noch was Neues zu erzählen? I know little of the Darkroot Garden, although I've heard rumors, those who... Nee. Das kennen wir schon. Dann kaufen wir mal... 20.000 kostet das. Okay. 20.000 ist überhaupt kein Problem. Ich habe ja noch ein paar. Ich glaube, ich habe sogar welche ausgewählt, oder? Ja. Das reicht doch schon. Well, need. Ach, dann kaufe ich mir die Kiste gerade auch noch. Get yourself neither of it. Well, you need any. Dann kann ich deswegen wenigstens alles machen. So. Okay, mehr hat er mir nicht zu sagen. Passt mir eigentlich ganz gut, dass ich gerade so wenig Dings habe. So wenig Souls. Dann kann ich jetzt nämlich das machen, was ich möchte. Dann werden wir jetzt mal nämlich den Schlüssel benutzen und in den Turm gehen. Und das könnte dann ein etwas witziges Unterfangen sein, weil das da drin ein Fight ist, den ich nach selbst 9-mal durchspielen immer noch nicht wirklich beherrsche, sagen wir mal. Ich meine, ich könnte einfach mal wieder parieren lernen. Kann man
Kann man hier eigentlich runterspringen, ohne sich alles zu brechen? Ich glaube nicht. Jetzt auch nicht ausprobieren. Ich überlege gerade, welches Bonfire wir benutzen. Ich denke, ich werde das nehmen, was hier unten ist. Das könnte ganz gut funktionieren. Ja, für die, die es nicht wissen, wir werden jetzt Havel begegnen zum ersten Mal. Sozusagen in der Dark Souls Welt. Und Havel hat eine dicke Rüstung an und einen großen Knüppel. Und wird mich, unabhängig davon, ob ich eine Rüstung trage oder nicht, jedes Mal one-shotten, wenn er mich trifft. Das heißt, es wird ein sehr ausdauernd erfordernder Fight werden. Und da ich nicht wirklich gut im Parieren bin im Moment, weil ich länger kein Dark Souls 1 gespielt habe, könnte das ein paar Versuche dauern. Achso, das Wappen von Artorias können wir gerade mal durchlesen. Ich glaube, das hatte ich zwar schon mal gemacht. Dieses Wappen öffnet eine von uralter Magie versiegelte Tür im Finsterwurzgarten. Die Tür führt zum Grab von Sir Artorias, dem Abgrundschreiter. Viele zogen schon aus, das Grab zu suchen, doch keiner kehrte zurück. Sie waren leichte Beute für Banditen. Das Wappen kann daher in der Hand Unerfahrener mehr Schaden als Nutzen. Es ist halt nicht umsonst versiegelt. Wir sind ja zum Glück kein Unerfahrener, von daher wird es uns schon nutzen. Zumal da drin auch etwas ist, was wir brauchen werden später. Allerdings erst später. Jetzt kehren wir erstmal in die Untotenstadt zurück, oder in die Undeadburg, wie es im Englischen heißt. Hier links von uns ist immer noch die Hydra mit ihren Kristallgolems, die ich allerdings erstmal wieder ignorieren werde. Sondern ich möchte nach da oben. Und dann bin ich mal gespannt, wie viele Versuche ich brauchen werde. Also an diesen Weg könnt ihr euch schon mal gewöhnen, wenn ich jetzt verkacke. Ja, da steht er nämlich schon hinter der Tür. Gute Havel. Das hier ist nämlich die Arena, die man gegen ihn zur Verfügung hat. Und darauf wird es jetzt viel hinauslaufen. Backstabben, weil ich zu blöd zum Parieren bin. Mal schauen, wie viele Versuche ich brauche. So läuft es erstmal ganz gut. Ich weiß noch, dass ich mit Björn damals, beim ersten Mal, als wir das gespielt haben, haben wir allein an dem hier, der schon so eine Art Miniboss ist, ich glaube 2 Stunden verbracht oder so. Als wir halt wirklich komplett neu in der Dark Souls Serie waren, überhaupt keine Ahnung von dem hatten, was wir hier eigentlich tun. Wie gesagt, wenn er mich einmal hittet, ist eigentlich over. Lief besser als erwartet, wesentlich besser als erwartet. Hätte ich mir schwieriger vorgestellt. Und wir bekommen Havels Ring, ziemlich cooles Item. Was ich auch benutzen möchte gleich. Erhöht nämlich die maximale Ausrüstungslast. Dieser Ring wurde nach Havel dem Fels benannt, Fürst Gwyns altem Kampfgefährten. Havels Männer bezeugten mit diesem Ring ihr Vertrauen in den Anführer und konnten dank seiner Kräfte schwerere Lasten tragen. Also Havel hat Leute angeführt und war ein persönlicher Freund von Gwyn scheinbar und wurde von dem allerdings wahrscheinlich, als er zur Hülle wurde, hier drin eingesperrt in diesem Turm. Und der Schlüssel dazu wurde dem alten Schmied gegeben zur Aufbewahrung. Ist auch wieder eigentlich eine dieser tragischen Geschichten in Dark Souls. Können wir kurz gucken, wo wir sind. Wo wir hier rauskommen, kann ich euch einmal zeigen. Und zwar nämlich hier, wo wir ganz vor vielen, vielen Folgen schon mittlerweile das erste Mal gegen den schwarzen Ritter gekämpft haben. Da unten. Da sind wir von da drüben gekommen. Also es war... Ja, von hier sieht man ja sogar die Brücke auch noch. Wo... Da oder da, nee,
müsste auf der Seite sein. Da normalerweise der Drache oben drauf sitzt. Und da der Sunlight-Altar ist und so. Also so kommt man hier rum in der Welt. Au! Frechheit. Ich hab's hier einfach angeschlichen hier. So, ich werde eben mal den Ring anlegen. Ich will gerade, welchen ich davon ablege, weil das eigentlich eine leichte Wahl ist. Den brauche ich momentan eh nicht. Und jetzt ist die Frage, wie viel... 18,1 von 82,5. Es kann sein, dass ich jetzt schon die Rüstung anziehen kann, die ich anziehen möchte. Müssen wir mal gucken. Ja, so kann ich mich einigermaßen schnell noch rollen. Und ich finde dieses Rüstungsset einfach so cool vom Aussehen her. Ein bisschen besser ins Licht gehen. Aber es hat einfach was. Mal gucken, ob ich den Helm auch noch tragen kann. Ja. Das geht auf jeden Fall einigermaßen schnell mit dem Rollen noch. Das ist sozusagen für mich der Posterboy von Dark Souls, also von Dark Souls 1, diese Ritterrüstung, die Astora-Rüstung. Sieht einfach extrem cool aus, meiner Meinung nach. Mal gucken, wir werden zwischendurch mal wieder ein bisschen wechseln. Was die Sets angeht, die ich tragen werde. Ich werde einfach wahrscheinlich auch keins ausbauen, außer ich komme an irgendeiner Stelle nicht weiter. Wenn ich irgendwelche Resistenzen brauche oder so. Sonst werde ich einfach Fashion Souls mäßig spielen. Jetzt ist die Frage, was ich mache als nächstes. Ich könnte das Siegel benutzen. Ich könnte allerdings auch mal hier gucken, ob ich vielleicht die Hydra besuchen gehe. Werde ich allerdings erst in der nächsten Folge machen. Kommt entweder morgen oder übermorgen. Bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder. Bis dann.